All downloading, please, the server. It's a very cool the server. Soll ich mal einen Link posten? Nice people. Oder? Not only Salam Aleikums. Much German people here. Speak English. And Russian. Ach ja. Ja, wir haben, glaube ich, 3 Russen in der Gilde. Auch. German. 3 Russen in der Gilde? Ja. Ja. Wer ist noch hier Russe? Einmal dieser. Wer? Was? Der Eiermehl, dann Hydra, dann. Eiermum? Stimmt, irgendeiner war mal Russe. Ja, dann dein Bruder halt noch, ne? Der normal. Ja, mein Bruder. Ja, keine Ahnung. So, ich mache Zerg an. Wer will, kann mitmachen. Ja, ich hab keinen. Aber ist ja geil, jetzt, wenn wir als erstes Level 100 sind, wir können schnell Hollerbuffs machen, so. Wir können jetzt eigentlich schon anfangen, irgendwelche Leute, die neu anfangen, Hollerbuffs zu drücken. Also ohne Witz, ich hab noch nie einen Hollerbuff gehabt, ey. Ich auch nicht. Ohne Witz. Größte Scheiße, da waren die, eigentlich immer als erstes dran. Bei mir auf dem Server waren halt die Eggies immer die ersten oder sowas, also. Es gab auf dem Server immer so ein Eggie, den konntest du für 20 Euro zahlen, dass er 100 Buff macht für dich. Alles klar. ja, hier, diese 10k please, Leute. Ne, ich meine, das haben welche aus meiner Gilde sogar gemacht, so, ne? Der hat funktioniert, der macht das wirklich so. Wer? Irgendeiner aus einem anderen Server, so ein Eggie, der sagt 20 Euro und der macht dir hier 100 Buff alle. Krass. Und du weißt ja, 100 Buffs, wenn der Server schon ein Jahr da ist, dauert ein bisschen, ne? Ja, klar. Der hat da durchgehend 7 Stars in der Party eingeladen, immer Honor und so gedrückt. Wie viel kann man eigentlich einladen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Da hat er die ganze Zeit Partys nacheinander gemacht und hat die irgendwie innerhalb von einem Tag dann Honor Buffs. Der hat irgendwie innerhalb von einem Tag irgendwie 300 Stars gemacht oder so. Krass. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Geldverdienerei, hä? Ja, Zeitverschwenderei auch. Ich sag mal so, wenn man nichts zu tun hat, so, ne? Aber. Würde das jetzt nicht so gern machen. Vor allem bei einem IP-Limit 2 Server jetzt. Also, wenn das jetzt jemand machen würde. Was sagt ihr eigentlich zu IP-Limit 2? Ist gut oder sollte ein bisschen. Ja. Entweder, also ich find's gut, 3 kann auch gerne. Ja, 3 kann auch gerne. 3? Ja. Okay. Also 2 kann bleiben, aber 3 wäre auch schon geil. Aber mir ist das egal, ob warum? 3. Warum 3? Ja, damit man 2 Bots hat und einen Manager, damit man. 2 ja. Bots, einen. Ach so. Oder einen verkaufen, einen Botten und einer, der. Einfach so rumrennt und guckt. Weil ich ja. Muss keine Party machen. Ich hab das schon eher, um zu überleben bei den Party-Mobs. Wäre auch nicht schlecht, ne? Ein Staller, ja. Ein Botter und ein. Ja. Und einer der Level. Ach, einer der Botter, so um Sachen zu kriegen. Das meine ich ja. Das wäre geil. Okay. Da hätte jeder seinen Staller und so. Ja, da hast du recht, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob der es machen wird, glaub nicht. Ja, wenn ich dem das so vorschlage, wieso nicht? Ja. Ich meine, er kann es ja immer noch runtersetzen, wenn zu viele plötzlich kommen oder so, weißt du, was ich meine? Ja, auch zu Anfang ist auch Hochkurve und so. Das Leute sehen viele Leute online und so. Wenn jetzt jeder 3 anhat, dann sind es nur 60 Leute online. Ja, genau, das meine ich auch. Dann hat er nur Vorteile. Ja, klar, eigentlich schon. Vielleicht kann jetzt der Ende runtersetzen oder so, wenn auch scheißegal, aber so, keine Ahnung. Am Anfang auf jeden Fall. Ja, am Anfang stalkt man halt nicht so viel, ne? Nee. Da geht man ja. Pass auf, Sun. Ey, wenn das jetzt wirklich so wären, ich schwöre, ich hätte, keine Ahnung, hätte ich immer eine Party eingeladen. Hätte es bei jedem Mob Sun sagen müssen. Ohne Witz. Also ich habe einen Crossbow Level 94 gekriegt. Nee. War... Nix. Stone. Das war Lust, Eddie, wo dein Bruder in eine Party kam, ne? Direkt haben wir SOS gefunden, so. Ja, Rugal. Ja, Level 54 haben wir zwei SOS innerhalb einer halben Stunde bekommen. Ja, hat er mir erzählt. Ich hab eine Glavy und Schuhe oder so, was hab ich. GZ. Oh, irgendwas hab ich gerade bekommen.
Yeah, botting, you can botting on the server. It's legal. Na, außer Proxy halt, ne? So, so GZ? Bin 100. 100. Was? Bin 100. 100. Ach, Crazy Girl. Ja. Ach. GZ, nice. Ne? Warte, warte, warte. Oh, ich hab falsch geschrieben. Was hast du denn geschrieben? Z vergessen. Servus, Jungs. Alter, du hast doch nichts geschrieben. Doch, Lobo. Ja, wo denn? Da steht GZ. Da steht überall GZ drin. Ah, ah, da. Jetzt kriegt der, jetzt gleich der GM 206. Ja, ne, er kriegt dann nur noch 100. 150 und der dritte kriegt 100. Ja, oder so. Ja, also ich würde es halt feiern, wenn er wieder so gesucht wird, sonst wäre es unfair, ne? Ja, weniger. Er sollte geben, eventuell, aber dann weniger. 150 oder so. Da fragt einer, streamst du heute noch? Ernsthaft? Oh, Guide Level 5. Guide Level 5. Ja, hat er jetzt gerade gehabt. Thank you for your follow, welcome. Und dein Emblem da, dieses Teil für die Gilde, das musst du ohne Bot machen, ne? Hat Eddie gerade gesagt. Der ist ja, glaube ich, jetzt wieder da, oder? Ich bin da schon. Ja, also ohne Bot musst du das halt machen jetzt. Okay. Ja, weil bei Good Times war das genauso. Damals irgendwie, wie hieß der Server? Alectus? Alectus oder sowas? Konnte man das auch nicht. Da warst du? Ja, ganz kurz, aber nur. Da habe ich die ja, richtig gesucht. Ich kenne das Alter. Ja. Ich bin gerade schon da. Ich mache das gerade mit dem Gilden-Emblem noch. Oha, Alter. Da war ich immer traden und so. Da muss man ja traden und so ein Scheiß. Und bei Isro ist das genau das gleiche Problem. Ich wollte da auch mein Logo hochknallen, war mit dem Bot drin. War ein weißes Logo nur. Ist klar. Na. Und dann bin ich ohne Bot reingegangen. Die Server sind alle leer, ne? Bei Isro. Ja, ist ja normal, wenn man für Pimpen Geld zahlen muss, so wegen den Stones und so ein Scheiß. Nein, ich meine, da sind keine Botters mehr. Gar keine. Nein? Nein, die Server sind leer. Ja, weil keiner Bock mehr hat darauf, auf so ein Scheiß. Nee, weil Botcave keine mehr rausbringt. Hä, wie? Wieso? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die bringen jetzt nur für P-Server oder was? Boah. Nein, das ist, das war halt nicht, ich spiele jetzt auch so eher. Das war halt eine Zeit lang nicht sicher. Teilweise wurden die Bots halt auch noch gebannt. Aber die haben das jetzt eigentlich erlaubt. Haben sie sogar geschrieben. Hä? Und teilweise wurden die dann trotzdem gebannt. Deswegen hat S-Bot immer nur eine Testversion. Das findet man jetzt nur unter dem Supporterforum, die Downloads. Er stellt okay. Den so nicht rein, weil es halt nur eine Testversion ist, weil die halt nicht sicher ist, dass du nicht gebannt wirst. Wohin, was machen wir jetzt? Ist vorbei, Unique? Ja, ich gehe, also ich oben geh's. Rechts sollte wieder sein oder unten rechts oder so sollte wieder sein. Wir waren auch, glaube ich, schon überall, oder nicht? Wir waren überall jetzt, ja. Halbe Stunde ja. Ende schon? Wie, drei waren wir überall? Ja, aber innerhalb von einer halben Stunde spawnen die neu. Echt? Ja, jede ja, halbe ja. Stunde. Also das heißt, wenn du halbe Stunde wartest, kannst du unter, also wenn wir jetzt halbe Stunde gebraucht haben, unten rechts wieder killen. Ja. Also auf jeden Fall ist das bei 85er und 89er so. Oh, eine Minute und dann haben wir die Fortress. Ja. War wirklich richtig schwer. Also. Oh. Ja, S-Bot geht nicht mehr auf Isro, stimmt. Sunwise. Voll scheiße. Ja, so wie ich gerade gehört habe, nur als Supporter oder wie war das? Ja, unter dem Customer Forum irgendwie Help und Support. Okay. Ach, das war's. Da kann man noch so eine Testversion downloaden. Also auf SroR, wo ich zocke, ich botte jetzt seit mehreren Wochen durch und das sogar Clientless und wurde nicht gebannt, also. Okay. Nee. Das wusste ich jetzt nicht. Jetzt, ich schwör, wenn jetzt ein normales Secret down geht und die P-Server jetzt überflutet werden, ne? Wär schon geil. Weil die Spieler dann von Secret gehen vielleicht auf die P-Server zu. Kann auch sein. Ja, das ist ja auch eigentlich Rotz. Weißt du, was ich meine? Wer will schon fürs Pimpen echt die ganze Zeit nur echtes Geld bezahlen? Ja, ach, das ist ja so, ab irgendwie die 12 oder so ist das. Oh! Ja, ja. GZ, Jungs. Ja, Mann, bin dabei.
Was denn? Jungs, wir haben Fortress. Ja. Ja, GZ, ne? War anstrengend. Der war richtig anstrengend. Ich glaub, Jungs, wisst ihr, was ich bekommen hab? Hm. Ja. Hast du. Was haben wir bekommen? Das ist ein Unix. Wie wär's, wenn wir mal alle ins Fortress gehen und mal Unix hunten, ne? Könnt ihr mal kurz warten, weil ich geh kurz auf Klo und dann alle ich. Drücken A und Return to Fortress, bitte. Ja. Das klappt sogar. Hammer. Ja. Könnt ihr dann bitte kurz warten? Also lad mal alle, kommt mal alle bei Crazy rein. Party Crazy. Aber wartet mal, ich krieg das Guild-Emblem, warum auch immer nicht hin. Egal, geh einfach in eine Party rein und geh da, also mach's später dann oder so. Also ich bin jetzt erstmal eine Minute weg, ne? Du musst dieses BMP24 bitte in den Zielcode-Ordner reintun, ne? Runter. Vielleicht musst du das alte Logo löschen, weil du mit dem Bot ja eins quasi reingetan hast oder sowas. Kann das sein? Ich hab ja kein Logo reingetan. Ach so. Ich hab eben gerade erst ein Logo reingetan. 16x16 und BPM. 24 BMP. Bit. 16x16 sollte das sein. 16x16, genau. 24x24, ist doch scheißegal. Nein. Auf jeden Fall, ich hab das jetzt gemacht. Und ich hab das auf BMP gemacht. Aber auch 24 Bit. Ist wichtig. Genau. Hm. Keine Ahnung. Ich muss nur mal gucken. Vielleicht gibst du mal einen anderen Master und der macht das eben. Hau ich SpongeBob rein oder so. Willst du das gerade mal machen, Eddie, wenn ich dir das gebe? Wo willst du mir das denn geben? Also ich meine, mach ein Gildenemblem, suche eins aus, was gut ist. Ich weiß ja nicht, hast du nicht irgendwo einen Link, wo du das her hast? Dann mache ich das eben ganz schnell. So Leute, sind denn alle in der Party oder so, die auch hier sind, die sagen okay? Weil Tasu ist, glaube ich, Schicksal, Crazy Girl ist nicht hier. Ich komme sofort, Moment. Ja, oder wie gesagt, verlink einfach mal das Bild. Und dann mache ich das eben schnell. Ja, ist doch egal welches, ist doch scheißegal, machst irgendein Bild rein, passt. Wir haben keinen Platz mehr, ne? Für Rugal? Nee. Nee, leider nicht. Wir sind voll. Sieht voll aus, wenn alle jetzt hier hinkommen von dir aus der Party. Wollt ihr den ins Spawn lassen? Level sind die hier drinnen irgendwo im Fortress. Ja, ich meine, wo in der Fortress? Keine, Imaginary nehmen, weißt du, das hasse ich halt voll. Was kannst du nicht machen, Legendary? Mercenary Scrolls, das sind diese Leute, die hinter dir herlaufen und attacken. Die kann ich nicht aktivieren. Ja. Die sind auch nur für Job. Oder? Echt? Ja klar, nee. so viel ich weiß, Job. Dann zieh ich mal gleich einen Job an und los geht's. Was denn? War früher zumindest so auf einem anderen Server, ich weiß nicht, ob es. Ich weiß es nicht genau. Was ist denn? Steht da hier mit einem Sun Sword, Alter. Kann ich den umklatschen, ey? Der gibt doch so mit seinen Swords so ein bisschen an, ne? Ja, ja ohne Witz. Ja, ach, ja, guck mal, ja. Hab ich plus 5 gemacht, guck mal. Richtiger Drecksack, ja? Gleich in 10 Minuten steht Eddie mit so einer GMV vor uns und so. Guck mal, ich hab plus 255 gemacht. Ja, natürlich. Naja, ich bin ehrlicher Zocker, das wisst ihr. Mhm. Ich weiß aber so aus Fun. Wir warten jetzt, bis alle kommen. Also, wo bleibt der Rest? Ich bin unterwegs. Eigentlich alle da. Funktioniert das mit den Return to Fortress? Drück mal A und doch, ganz oben das dritte. Genau, to return to the fortress jetzt. Genau. Mach's jetzt mal. Was steht denn da? Reuse? Keine Ahnung, was das bedeutet. Time 6 minutes and 4. Ja, du kannst in 5 Minuten kannst du wieder rein. Achso, das heißt, wenn ich jetzt raus teleportiere, erst. Achso. Darfst du erst in diese Zeit wieder rein? Damit du das nicht bei Fortress mal ausnutzen kannst. Ah, genau, okay. Genau, weil du sonst alles raus rein kannst. Ja, alles klar. Soll ich eine zweite Party aufmachen? Jo. Ja, keine Ahnung, da ist doch keiner oder so. Bleib da vorne, ich komm gleich da nach vorne, ich will was abchecken. Party kann auch so.